Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Genau. So, als erstes hier. Strommast MK3. Ich glaube, da kann man 10 oder so dran klatschen. 110? Strom. Den Strommast. Ja. Ja, man wird sehen, wie ich mich da anstecken kann. Gut, dann ein Netzschalter, für was auch immer das gut sein soll. Intelligenter Splitter. Der Rest braucht noch ein bisschen. Also ich muss sagen, der intelligente Splitter ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, ich verstehe nicht wirklich den Sinn dahinter, aber ich weiß, wie man den verwenden kann. Mhm. Okay. Wenn du weißt, wie man ihn verwenden kann, dann ist gut. Weißt du, wo wir Schwefel finden? Nee, muss ein bisschen scannen. Okay, es hätte ja sein können, dass du gerade weißt. Nein. Gut. Muss ich dich enttäuschen? Ja, ich bin gewaltig enttäuscht. Das ist dein Pech. Nett. Begrenzer, dann so. Hast du jetzt diese Kristall- oder dieses Dünterbomben? Ja. Okay. Prioritätennetzwerk. Netzschalter. Okay. Als nächstes den Supercomputer. Und wenn wir das haben, können wir geothermische Generator lernen und programmierbare Splitter. Dafür brauchen wir als Supercomputer. Ja, beim Quarz, ja. Und Schwefel.
Oh ja. So. Was machst du da? Ein paar Lager bauen. Okay. Das ist der Zug. Hey, was machst du? Hör auf. Nicht noch mehr abbauen. Also, was? Neues Bau verlegen. Okay, denn das kam aus diesem, also hier raus. Ja, schon. Das habe ich einfach weggebaut. Ich muss hier ein zweites verlegen und ich eigentlich gedacht, dass ich vielleicht das eine dann verwenden kann, aber jetzt hast du es abgebaut. Sorry. Alles gut. Ich glaube, das, was wir hier haben, diese Dinger da, können wir schreddern. Was? Also diese Kabel hier, die brauchen wir ja, glaube ich, nicht mehr. Welche Kabel? Diese intelligente Kabel oder so. Ja, ich denke schon. Wird dann relativ unnötig sein für uns. Ja. Quartz Oszillator.
So. Hier eigentlich nochmal hergestellt. Adaptive Steuereinheiten, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, ne? Glaube auch nicht. Ein paar Sachen können wir wirklich langsam abbauen und das Erzeugnis da vorne schreddern. Nee, das geht nicht. Oh mein Gott. Was geht nicht? Was tust du hier? Irgendwas. Hier, dein neues Lager. Ach mein Gott. Die sind so schräg. Dann mach's besser. Dann mach's besser, verdammt nochmal. Ich hab einfach mal schon was hingebaut. Von außen sieht man es nicht. Von mir aus. Lass ich gelten. Ausnahmsweise. Weil ich gut gelaunt bin. Oder zu faul bist. Weil ich gut gelaunt bin. Weil du so faul bist. Gut gelaunt. Das ist wirklich sehr faul. Das nennt man gut gelaunt. Ah ja. Okay. Ganz ehrlich, die intelligente Beschichtung, ne? Ja. Brauchen wir die noch? Ich glaube nicht. Oder kannst du schnell mal nachschauen, was man alles braucht für die... Für die... So, für die Phasen, ne? Ja. Haben wir das überhaupt schon freigeschalten? Nee, haben wir noch nicht. Ah. Deshalb. Ich lasse es einfach nochmal da. Vielleicht braucht man später nochmal. Zwar nicht, aber. Geht es da oben hin? Zu dem modularen Motoren. Ja, okay. Wir müssen es erstmal freischalten. Das Zeug. Ja. Ich glaub's auch nicht.
Jetzt fehlt ja nur noch diesen gelben Computer oder was das ist. Mhm. Dann hätten wir auch das geschafft. Ah, doch. Doch, 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 doch. Adaptive Steuereinheiten braucht man für den Assembly Director. Und sonst... Ah, und die modularen Motoren braucht man tatsächlich auch noch für die Thermal Propulsion Rocket. Okay. Und wie viele davon? Ach, Mann. Für die Thermal Propulsion Rocket braucht man 2,5 pro Minute und für das Assembly Director braucht man 1,5 pro Minute pro Crafting-Teil sozusagen. Okay. Ja, naja, die Einheitproduktion habe ich jetzt abgebaut. Modulare Motoren sind weiter noch da. Naja. Und die Beschichtung? Ist ja kein Problem. Ja. Was, Beschichtung? Diese intelligente Beschichtung, brauchen wir die noch? Die brauchen wir für die adaptiven Steuereinheiten. Oder nee, war das die adaptiven Steuereinheiten? Nee, das war für die modularen Motoren, sorry. Okay. Für die modularen Motoren braucht man das, also müssten wir leider da behalten. Ja, okay. Ach genau, so ist wieder, was ich machen wollte. Strom. Okay, 3 Mast zu 10. Oh, gibt es... Das muss ich jetzt so überprüfen gehen. Mit den Gutscheinen oder Coupons oder wie die Dinger auch heißen. Kann man was da jetzt... Machen? Mal sehen, was es hier anzubieten gibt. So. Oh, es gibt da auch noch ein Beschriftungsschild, Beschriftungsschildpaket. Da kannst du, ich nehme mal an, Beschriftungsschilder, das Zeug beschreiben. Okay, oder sind das einfach nur die Dinger mit den Symbolen drauf? Du hast mal gesagt, dass es welche gibt, wo halt nur Symbole drauf sind. Man kann Symbolen... Symbole zum Sprayen oder wie das heißt. Also auf dem Boden Dinge mache. Graffiti. Genau, danke. Okay. Möchtest du deine Fabrikwand nochmal erweitern oder so? Weil ich glaube, wir müssen die Fabrik mal ein bisschen vergrößern. Noch vergrößern? Noch Platz. Ich glaube, wir müssen es noch nicht vergrößern, aber demnächst müssen wir es mal machen. Also. Wo bist du? Okay, naja, weil du hast hier unten dein Ölzeug wieder abgebaut, deswegen ist es wieder Platz. Ja. Das hier kommt auch weg und das dort drüben auch. Im Moment ist nur Müll drin. Na gut. So.
So. Noch Coupons. Gut. So. Hier brauchen wir nichts. Hier würde ich sagen. Wand. Ah, für die Wand. Stehe. Glatt und Indikator. Okay. Also ich kaufe mit den Coupons so Wandstrom verteile MK3. Okay. Damit kann man mehr Sachen anschließen. Das ist schon mal gut. Mhm. Dann haben wir noch 6 Punkte. Soll ich so Beschriftungsschildpakete, Anzeigetafelpakete oder Reklametafel? Wir machen mal das die Beschriftung. Okay. Ja. Der Rest schon mal. Neigte Wand. Architektur. Ist ein Dach, Flachdach oder? Hier ist das ziemlich wurscht. Da. Oder die Treppen. Ich nehme die Treppen. Okay. Und dann brauchen wir Gelände oder Straßensperre? Nee, eigentlich nicht. Gut, dann kaufe ich das mal. Schauen. Splitter. Ah, Organisation, Beschriftungsschild. Oh, man kann es an Dinger dran klatschen. An was? An den Container und man kann es, glaube ich, beschriften. Ich schaue es mir gleich an. Okay. Man kann Farbe und sogar das Bild wählen. Okay, das ist geil. Das ist nice, ja. Nee. Wenn die hier. Okay, im Moment ist noch nichts drin, aber. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Ja. 1 Meter, 4 Meter. Oh.
Boah, da braucht man Highspeed-Anschlüsse für die Sturmverteiler Level 3. Okay. Das ist heftig. Das Kabel geht dann da rein. Da fehlt jetzt auch noch das Quarz. Oder Quarzkristalle. Genau, Quarz-Oszillatoren werden jetzt normalerweise hergestellt. So, was haben wir hier? Auch noch Eisenwaren, okay. Schnicke aus. Und das. Und. Ein. Yes. Was haben wir hier? Das ist Kupfer. Dann haben wir Stahlträger. Und so weiter.
Und dann wechseln. So. Und hier. Und hier. So, was wird noch gebraucht? Ach, genau, die Aluminiumgehäuse. So. Oh, wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Oh. Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.